Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder hier beim Modding Monday sind. Diesmal mit dem ersten Teil der Tutorial-Reihe, die ich machen möchte dazu, wie man eigentlich eine Stronghold Crusader Mod erstellt. Heute soll es in dem AIV-Editor gehen, also das macht mir auch eigentlich fast am meisten Spaß macht, die Burg zu erstellen, die dann tatsächlich eure KI machen soll. Wir werden das heute zweigeteilt machen. Heute Morgen werde ich euch zeigen, wie man den AIV-Editor allgemein benutzt. Sage ich mal, was es da für Funktionen gibt, wie man tatsächlich dann, was für Optionen es gibt, was man alles so da drin machen kann, wie man mit ihm umgeht. Und heute Nachmittag werden wir für unsere Eddy-KI die Burg zusammenbauen. Also falls ihr an den rein theoretischen Sachen interessiert seid, bleibt gerne hier. Wenn nicht, schaut euch gerne das Video an, wie ich die Burg baue, wenn euch das interessiert. Und genau, fangen wir an. Ich würde euch herzlichst empfehlen, einen Ordner anzulegen. 2 Ordner, ehrlich sein. Einmal, wo ihr eure ganzen Modding-Tools zusammenbaut, weil es gibt nicht nur den AIV-Editor, um tatsächlich eine funktionierende KI dann am Ende zu machen, sondern den AIC-Editor, den Video-Converter, den Stronghold Crusader Patch, Format Factory werden wir irgendwann noch benutzen. Da gibt es einige Möglichkeiten, einige Tools, die man braucht. Das Text-Compiling-Tool habe ich noch ganz vergessen. Den Link zu dem AIV-Editor werde ich hier runterpacken. Und dann könnt ihr euch das herunterladen. Die Seite sieht, was heißt zwielichtig, ist nicht so richtig. Die Seite sieht ein bisschen merkwürdig aus, sage ich mal. Es ist jetzt nicht irgendwie Chip oder so, wo ihr das runterladet, sondern aus einem Forum, damit ihr dann auch das Richtige da findet. Und ja, lasst uns direkt einfach mal reinspringen hier in den AIV-Editor. Ihr werdet hier einiges drin finden. Was am Ende wichtig sein wird für euch, ist der Ordner Villages. Da werden eure KIs hingepackt. Ich habe hier gerade aktuell alle meine, nicht alle, die Vanilla-Bogen drin. Sieht man immer an AIV, also AIV ist das Village. Wahrscheinlich, ja, tatsächlich AI und V für Village, würde ich jetzt mal schätzen. So haben sie sich das ausgedacht. Und dann meine, die ich gebaut habe, habe ich mir nochmal einen extra Ordner gelegt. Genau, das werdet ihr brauchen. Das andere Zeug eigentlich alles nicht. Und diese Datei hier, Village, mit diesem kleinen A hier in dem Icon drin. Da werdet ihr reingehen und ihr werdet sehen, es ist nicht so schwierig, eine KI für Stronghold zu programmieren. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Programmiersprache können, um das zu schaffen. Aber die Tools sind, ja, sie sind benutzbar, sie sind halt nicht besonders schön. Obwohl das Tool, es hat Macken. Wir werden drauf eingehen. Es hat Macken. Also du kannst die Existen, New Village und Load Village machen. Wenn wir jetzt einfach mal auf Load Village gehen, können wir uns eins von den Dingern raussuchen, die wir hatten. My Village ist hier gar nicht drunter. Das funktioniert leider nicht mit den Unterordnern. Ich habe sie mir aber trotzdem dann mal weggepackt, damit ich weiß, wo ich sie finden kann. Wir nehmen einfach mal willkürlich irgendeine Saladin 2, ich weiß auch nicht, welche das ist, und drücken auf Laden. Dann landen wir in so einem Fenster. Ja, es ist in 1:1 Format, glaube ich, dieser Ausschnitt. Und man kann ihn meines Wissens auch nicht in 16:9 oder in irgendetwas skalieren. Gut, fangen wir an. Auf der linken Seite seht ihr letztendlich, wie die Karte aussehen wird. Und da das jetzt noch ein bisschen unübersichtlich ist, werde ich mal gleich rauszoomen. Das könnt ihr hier drüber machen, über Zoom. Bis zu 3 Zoom-Faktoren habt ihr. 1, 2, 3. Nur bei 1 seht ihr tatsächlich die Schrift in den Häusern. Darauf werden wir aber später zurückkommen. Wir werden jetzt erstmal rausgehen, weil links, wie gesagt, wie die Burg tatsächlich aussehen wird. Rechts ist eure Funktionsleiste, sage ich mal. Da, wo ihr die Sachen hinzufügen könnt. Wenn wir nochmal hier drauf zurückgehen, ihr seht diesen Rand. Das ist die maximale Größe, die eine Burg sein kann. Da könnt ihr reinbauen. Und ihr seht, die von Saladin füllt schon einigermaßen gut das Ganze aus. Es geht natürlich noch größer. Aber man sieht, sie ist schon einigermaßen groß. Wir waren ja schon hier drüben. Wir werden jetzt hier alles mal durchgehen. Es soll ja ein Tutorial sein. Und dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie das sich dann hier drauf relatet. Zoom-Faktor, ich persönlich baue am liebsten auf 3, weil ich da am meisten sehe. Ich finde, auf 1 ist es ein bisschen unübersichtlich, wo man was gemacht hat. Da kann man dann nochmal nachschauen, weil, wie gesagt, hier dann ganz nett die Sachen drin stehen. Es ist auf Englisch, deswegen werde ich die meisten Sachen auch übersetzen. Ich habe mir extra hier eine Liste geschrieben. Auch die Liste, weil da sind einige verwirrende Sachen dabei. Und wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das ändern. Weil manche Abkürzungen sind doch ein bisschen kryptisch. Zurück auf 3. Scrolling-Geschwindigkeit könnt ihr hier erhöhen. Die benutze ich eigentlich nie. Ich lasse sie auf 2. 4 ist irgendwie ein bisschen schnell. Die lasse ich so. Dann. Das wird sehr wichtig sein. Ihr seht hier oben so ein Symbol Strich, Klammer auf, nur eine Klammer auf, Klammer zu und Strich und eine 269. Die 269 bedeutet, dass es 269 Schritte braucht, um diese Burg zu bauen. Die Klammern bedeuten vorwärts und rückwärts. Die einfache Klammer setzt einen Schritt rückwärts. Das habt ihr hier gesehen, hier links oben, zack, das ein Schritt war dieses eine Wasserteilchen da hinzufügen. Das hat sich gerade ausgegraut. Wenn man nochmal hin und her geht, hat sich das ausgegraut. Wenn man komplett auf diesen Strich geht, kommt man komplett an den Start, wie ihr seht, 1. Und wenn ich mich jetzt hier durchklicke, seht ihr, wie sich langsam das Feld füllt. Das ist die Reihenfolge, in dem Saladin seine Burg bauen wird. Das heißt für euch, wenn ihr neu seid, könnt ihr euch einfach hier so eine Seite nehmen, so eine Burg, so eine Vanilla-Burg nehmen und einfach mal durchklicken, was baut denn so der Computer normalerweise, vielleicht in welcher Reihenfolge. Zum Beispiel jetzt macht ihr hier das ganze Wasser, was halt sehr viele Schritte hat, weil 269 ist schon relativ viel. Seht ihr, das ist fast alles einzeln, was ihr hier macht. Zack, 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 zack. Auf jeden Fall, das baut dann wieder alles. So benutzt ihr hier oben diese Teile und da könnt ihr dann auch mit zu bestimmten Punkten springen, weil es ist zwar nicht 100% statisch, sage ich mal. Also wenn ihr jetzt beispielsweise zuerst alle Holzgebäude baut, sei es Bäckereien, Häuser, Waffenproduktion, solche Sachen, dann baut er die, also grundsätzlich wird es schon in der Reihenfolge gebaut, wie man das hier hinstellt, aber es ist nicht so, wenn jetzt zum Beispiel das Holz alle ist, aber noch Stein da ist, dass er dann nicht wartet, bis er erst alle Holzgebäude gebaut hat, um sich dann an die Steinsachen zu machen, sondern das wird schon ausgeglichen. Also er wartet dann eine gewisse Zeit und dann baut er auch die Sachen. Apropos warten, dieses Pause-Delay, da kann man einstellen, wie schnell der Computer Sachen baut, ist jetzt aber, sage ich mal, erstmal nicht so wichtig, benutze ich eigentlich auch nicht so häufig. Dann kommen wir hier unten zu den Punkten und das sind tatsächlich die interessanten Punkte. Delete heißt ganz simpel, möchte man etwas zerstören. Und da gibt es zwei Funktionen, Point und Flatfill. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, wir sind standardmäßig auf Point unterwegs, können wir hier ein Teilchen löschen. Wenn wir Flatfill machen, löschen wir alles, was mit diesem Bereich zusammenhängt. Wie ihr seht, das hat ja auch hier oben angegrenzt. Aber das hat nicht das mitgelöscht, obwohl es dran gehängt ist. Also es muss von einer Art sein, das Ganze. Genau, das ist Delete, werdet ihr brauchen. Ihr werdet 100% was falsch machen. Was aber zu sagen ist, es gibt keine Rückwärtstaste. Wenn ihr es gelöscht habt, ist es gelöscht. Das ist sowieso so ein bisschen hier bei, zumindest beim Stronghold Crusader Modding, macht euch Sicherheitskopien. Wenn ihr jetzt hier die Sultan 2-Datei direkt aus eurer Stronghold Crusader-Ordner rauskopiert, nicht rauskopiert, rausschneidet, wegen mir, dann ist sie ja da weg, fügt sie hier ein, verändert sie, speichert sie, dann ist das weg. Also dann müsst ihr euch die irgendwo wiederholen. Deswegen legt euch Sicherheitskopien an von dem, was ihr macht. Dann kann auch nichts schief gehen. Genau. Wenn wir hier weitergehen, ich habe mir extra eine ganze Liste geschrieben, wie gesagt, die packe ich hier drunter, damit ich auch einigermaßen die Namen verwende, wie sie verwendet werden. Die sind so ein bisschen thematisch zusammengefasst, leider nicht so thematisch zusammengefasst, wie sie in Stronghold Crusader in den einzelnen Menüs zusammengefasst sind. aber auch einigermaßen thematisch. Wir haben hier High Wall. Das ist die ganz normale Steinmauer. Steinwall heißt die, glaube ich, im Spiel. Ich wollte versuchen, auch die Namen, die tatsächlich im Spiel verwendet werden, zu verwenden. Low Wall ist der niedrige Wall. Die sind relativ klar. High Crenel. Crenel sind die Zinnwälle. Also das ist der hohe Zinnwall. Ein Low Crenel kann man auch direkt bauen. Und Stairs. Also die Treppen. Wie ihr seht, hier zum Beispiel ist eine Treppe. Da ist auch drauf zu achten, hier 1, 2, 3, 4, 5. Also, wie ihr schon seht, 1 ist das höchste, 5 ist das kleinste. Andersrum würde die Treppe ja wenig Sinn machen, weil von da dann raufkommen geht ja nicht. Gibt sowieso bei den Gates. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch direkt hin. Castle? Nee, noch nicht. Zeige ich gleich. Castle. Hier sind Tower 1 bis 5. Tower 1 bis 5 sind die Tower, die halt zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt Tower 1 hat, das ist der lange, schmale Turm. Das ist hier der Wachturm, heißt der. Tower 2 ist der kleinste europäische Turm. Der heißt Außenturm im Spiel selbst. Tower 3 ist der mittlere europäische Turm. Also der Verteidigungsturm heißt der. Tower 4 ist der größte europäische Turm. Ich glaube, der heißt quadratischer Turm. Richtig einfallsreich. Und der fünfte, der Rundturm. Das ist der arabische große Turm, der, ich glaube, ein bisschen mehr Stein kostet zum Beispiel als der eckige Turm, aber dafür ein bisschen mehr Leben hat. Ich glaube, das sind die beiden, das sind die Unterschiede zwischen den beiden. Was haben wir noch? Den Oil Smelter, das ist der Pechkessel, den man hier bauen kann, wo man dann ja wie heißt's? Sagt's mir, Leute, die Pechleute, die Pechwerfer hier bauen kann. Baumeister mit Pech heißen die, glaube ich, nur ganz blöd. Der Dog Cage ist halt der Hundezwinger. Killing Pits sind die Mörderlöcher. Keep ist tatsächlich der Bergfried, den ihr bauen könnt. Und das Programm ist tatsächlich so schlau, es merkt, wenn man schon einen Bergfried hat. Man startet auch immer mit einem Bergfried. Und ihr seht, zu einem Bergfried gehört auch immer direkt an diese Stelle ein Lagerplatz. Die sind einfach miteinander verbunden, das geht nicht. Man kann zum Beispiel auch nicht, wenn man Bock hätte, dass hier den Platz, wo die Menschen sitzen, umlegen. Geht leider auch nicht. Und der Mercenary Post ist der Söldnerposten. Das heißt, das Rekrutierungscamp für die arabischen Soldaten. Kann man auch gerade nicht bauen, weil ihr seht, es gibt schon eins, also auch das ist unterbunden. Also es hält sich einigermaßen an die Regeln, die tatsächlich in Stronghold auch so verwendet werden. Genau, da sind wir mit Castle durch. Gatehouse. Und das ist, finde ich, extrem verwirrend. Gatehouse. Seht ihr, Small und Large ist relativ klar für das kleine und für das große Torehouse. Jetzt seht ihr aber noch East und West und North und South. Dafür stehen die EWNS. Da geht es darum, in welche Richtung die Torhäuser ausgerichtet sind. Wo haben wir denn hier zum Beispiel ein Torhaus? Ich glaube, da oben. Kann das sein? Genau. Hier kann man es schon mal direkt dran sehen, weil ich finde die Beschreibung, um ehrlich zu sein, sehr verwirrend. Das bringt mich jedes Mal durcheinander. Small North South ist das hier. Und für mich würde ich sagen, North South bedeutet, ich kann da nord-südlich durchgehen. Ist aber genau andersrum. Nord-südlich sind die Mauern und Ost-West, das ist die Durchgehrichtung. Also, wenn ihr einen horizontalen Durchgang haben möchtet, müsst ihr ein North-South Torhaus nehmen und dementsprechend andersrum für East-West. Genau, Large und Small ist ja relativ klar, denke ich. Und hier ist dann auch noch die Zugbrücke dran, die Drawbridge. Die kann man lustigerweise in der Gegend rumbauen, obwohl man das ja vielleicht nicht denken würde, aber man kann sie einfach in der Gegend rumbauen. Genau, Weapons. Da kommen wir jetzt schon mal mit so ein bisschen schwereren Bezeichnungen, würde ich auch sagen. Also hier findet man alles drunter, wie eigentlich die europäische Waffenproduktion findet man da drunter, im Großen und Ganzen zusammengefasst. Der Pole-Turner ist der Peakmacher, der Fletcher ist der Pfeilmacher, Blacksmith ist der Schmied, Tanner ist der Gerber, Armorer ist der Rüstungsmacher, Barracks sind die Waffenkammern, also nicht die Waffenkammer, Entschuldigung, die Unterkünfte sind die Barracks, die Armory ist die Waffenkammer, Engineers Guild ist die Baumeistergilde, Tunnelers Guild ist die Tunnelbauergilde und Stables sind natürlich die Ställe. Ja, da gibt es nicht groß viel zu sagen. Was ich direkt anmerken möchte, was ich auch verwirrend fand am Anfang, wenn ich jetzt Saladin habe, der halt nun mal keinen Blacksmith hat. Aber ich möchte meine KI irgendwie auf Saladin aufbauen, aber der soll Schwertkämpfer produzieren. Macht er nicht. Ich gebe ihm einen Waffenschmied, der kann damit nichts anfangen. Der wird keine Schwertkämpfer bauen. Das passiert nicht. Das muss man dann über den AIV-Editor, nicht den AIV, den AIC-Editor machen und ein bisschen andere Sachen. Kommt auch noch in den nächsten Tutorials. Nur, es sei gesagt, das ist das reine, wie sieht die Burg aus, nicht was macht die KI damit. Die baut diese ganzen Gebäude, sie kann sie aber noch nicht benutzen. Das möchte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass ihr denkt, nicht, dass ihr enttäuscht seid, wenn ihr dann irgendwie wie was baut und der baut gar keine Schwertkämpfer oder so. Das wollte ich nur gesagt haben. Industry ist im größten Teil nicht so sehr wichtig, sage ich mal. Für Bären, die nicht viel brauchen, außer der Stockpile und den Trading Post. Der Stockpile ist nämlich das Vorratslager. Woodcutter ist der Holzfäller, Quarry ist der Steinbruch, Ox Tethered ist das Ochsenjoch, also die Ochsen, die den Stein zum Lager bringen. Iron Mine ist Eisenmine, Pitch Rig ist die Pechgrube. Der Trading Post ist natürlich der Markt. Deswegen Stockpile und Trading Post werdet ihr brauchen. Der Rest könnt ihr bauen. Wird, glaube ich, von so gut wie keiner KI benutzt, dass die das tatsächlich hier in der AIV-Datei haben. Es kann sein, dass es da welche gibt, aber definitiv nicht viele. Ich wette, der hier zum Beispiel nicht, wenn wir einfach mal so drüber scannen. Nein. Nein, guck, der benutzt zum Beispiel keine. Der hat hier eine Menge gute Sachen und so, aber der benutzt keine. Diese Sachen kommen nämlich auch im AIV-Editor zum Einsatz. Wie viel Holzfäller der baut, wie viele Eisenminen die KI bauen soll. Das kommt auch in dem AIC-Editor dran. Ich glaube, ich habe schon wieder gerade AIV-Editor gesagt, oder? Im AIC-Editor kommt es vor. Stockpile und Trading Post muss man aber bauen. Dafür werde ich jetzt, Entschuldigung, den mal abreißen, weil ich euch da etwas zeigen möchte bei dem Stockpile. Der Trading Post ist ganz normal. Wir gehen nämlich jetzt hier Keep, bauen uns das mal hier rüber, dass wir mal ein bisschen Platz haben. Man muss die aneinander bauen. Man kann jetzt noch versetzt bauen. Man könnte es jetzt auch hier hin bauen, das würde gehen. Aber wenn ich jetzt ein Stockpile hier hinbaue, darf ich nicht hier oben hinbauen. Obwohl das ja ein Stockpile ist, grundsätzlich. Also den ersten kann ich quasi hinsetzen, wo ich will, hier in dem AIV-Editor. Der muss noch nicht mal da dran liegen. Aber wenn ich jetzt da einen haben möchte und da, aus irgendeinem Grund, das ist nämlich sehr umständlich, muss ich mich tatsächlich hier rumbauen, gehe dann meine Schritte zurück, eliminiere die, ups, das war der falsche Knopf natürlich, und dann habe ich die da oben. Seht ihr? Also falls ihr das machen wollt, weil das möchte ich nämlich ab und zu machen, dass ich einfach hier eine Gerade haben möchte, aber nicht da unten den Stockpile haben möchte, sondern da oben, dann müsst ihr das euch so drumherum bauen. Obwohl es ja in Stronghold selbst zulässig wäre, da oben und da unten zu bauen, ohne hier welche zu haben. Genau. Das wollte ich euch zeigen dabei. MISC ist definitiv das komplizierteste. Hier kann man Einheiten stationieren auf der Karte. Ich denke, ich habe soweit alles aufgeschrieben, außer FLG. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Flag sein soll. Ich weiß es einfach nicht. Aber wir können mal durchgehen. Falls ich, wie gesagt, falls bei allem Fehler mache, schreibt mir das gerne runter und dann werde ich das korrigieren. Aber vor allen Dingen hier könnt ihr aufpassen, das kann nicht unbedingt richtig sein. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es ziemlich gut ist. Also es passt eigentlich relativ gut, glaube ich. MGL ist die Mange, also die Turmmange. TRE ist der Tribock. Bow ist der europäische Bogenschütze. SPR ist der Lanzenträger, also für Spearman. Mag ist der Streitkolbenträger, also der, das Schwein immer baut. KGT ist der Knight, also der berittene Schwertkämpfer, der Ritter. SLR müsste der Schleuderschütze sein, das wird wahrscheinlich für Slinger stehen. SBW ist der arabische Bogenschütze. SCM ist der arabische Schwertkämpfer. BRZ müsste, ich glaube, das sind die Kohlenpfannen. Bin ich mir relativ sicher, das sind die Kohlenpfannen. Oil ist der Baumeister mit Pech, also der schüttet. BAL ist die Balliste, also die Balliste, die auf den Türmen steht. FBAL ist die Feuerballiste, also die arabische Einheit, die rumfahren kann auch. XBW ist der Crossbow hier, wie heißt der? Ich muss mal auf meine Liste gucken. Hier der Armbrustschütze natürlich. Pikiniere sind das hier, PIK für Pikeman. SWD, Schwertkämpfe für Swordman. Sklave für Slave. S, der S, musste mein infantiles Ich, denkt immer wieder drüber nach, dass er so genannt wurde. Das ist der Assassine. HBW ist der berittene Bogenschütze, GRE ist der Feuerwerfer, also der hier das griechische Feuer wirft. Und wie gesagt, FLG, glaube ich, dass es eine Flag ist. Wenn man einfach so irgendwo ein FLG hinstellt, passiert da nichts. Zumindest nicht, dass ich da was machen könnte. Ja, also wenn ihr da Fehler findet, gerne schreiben. Allgemein könnt ihr gerne Fragen hier drunter stellen. Ich versuche sie alle zu beantworten, soweit ich es weiß. Hier sind wir in Modes und Pitch. Mode ist das Wasser. Kann man hier bauen. Einmal in 1x1, 2x2, 4x4, 3x3. Kann man direkt sich die Größe aussuchen. Das ist eigentlich ganz nett, dass man auch Einzelmodes bauen kann. Das ist ja, man hat im Spiel ja immer nur die 4x4-Auswahl und muss dann so überlappend bauen, wenn man hier irgendwie nur eine spezielle Ecke ausgefüllt haben möchte. Muss man so überlappend bauen. Und Pitch sind die Brand, hier die Ölfelder. Wie nennen sich die Dinger? Ich bin gerade an meiner Liste am Suchen, wo ich hier gerade bin. Pechgraben. Pechgraben heißen die Dinger. Dann sind wir auch schon bei Food. Da geht es ähnlich wie mit Industry. Da wird viele Sachen nicht gebraucht von. Granary ist der Kornspeicher, der ist auf jeden Fall wichtig. Und hier unten, die sind wichtig. Windmill ist halt die Mühle, Bakery ist die Bäckerei, Brewery ist die Brauerei und Inn ist die, wie heißt das im Spiel tatsächlich? Das heißt die Schenke, natürlich die Schenke. Die sind natürlich wichtig zu bauen. Die hier oben sind die Nahrungsproduktionssachen, die auch der Computer über die AIC-Dateien baut, wie quasi auch die Steinbrüche und so. Aber falls ihr aus irgendeinem Grund sie bauen möchtet, Apfelfarm natürlich, Käsefarm, Weizenfarm, der Jäger, die Hopfenfarm. Das sind die Sachen da. Town befindet sich alles drunter. Hier so, das Haus findet sich da drunter, dann die Kapelle, Kirche und Kathedrale. Healers ist natürlich die Apotheke. Da gibt es auch in dem Unofficial Stronghold Crusader Patch gibt es die Möglichkeit, dass die Healer tatsächlich auch heilen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil dann kann man den tatsächlich auch mal bauen und er macht Sinn. Well ist natürlich der Brunnen und Waterpot ist der Wassertrog. Also das hier ist der kleine Brunnen und das hier ist der große Brunnen. Ich glaube, hier Well ist, glaube ich, einer und Waterpot irgendwie 2 oder 3 Leute. Kann das sein? So ungefähr. Good Stuff sind die guten Sachen. Das ist auch, was Saladin hier oben baut. Da haben wir den Maibaum, den Tanzbären, der Tanzbär, genau, Statue, den Schrein, also die Gebetsstelle heißt es, glaube ich, sogar im Spiel, den Stadtgarten, den Gemeindegarten, den kleinen Teich und den großen Teich. Kann man hier bauen. Ich glaube, den kleinen und großen Teich kann man, glaube ich, gar nicht so in der Kampagne bauen. Deswegen hier kann man ihn hinzufügen. Und dann gibt es als letztes noch den Bad Stuff. Galgen, Senkgrube, den Pranger, das Verlies, die Streckbank müsste das sein, den Hängekäfig. Ne, der Gibbet ist, glaube ich, der Hängekäfig. Rack ist die Streckbank. Dungeon ist das Verlies. Burning Stake ist der Scheiterhaufen. Scheiterhaufen habe ich, glaube ich, vergessen. Chopping Block ist der Hackblock und den Dunking Stuhl ist der Hexenstuhl. Mit denen kenne ich mich nicht so aus, weil ich jemand bin, der eher mit positiven Angstfaktor meistens spielt, wenn mit Angstfaktor und mit positiv. Aber ist natürlich auch vollkommen legitim, es zu bauen. Wahrscheinlich sollte ich es auch bauen, wenn ich ein bisschen besser noch spielen wollte. Ja, das ist der Großteil, den ich hier euch theoretisch zum AIC-Editor zeigen möchte. Nee, eine Sache habe ich noch vergessen. Die Misks. Ihr habt, werdet gesehen haben, diese Ringe, die auf der Karte sind. Das sind die Misks. Da kann man, die haben auch einen extra Delete-Button. Also der Delete-Button von der Misk funktioniert nicht auf den Gebäuden. Der funktioniert nur auf den Misks drauf. Also, das bedeutet, an diesen Stellen sind Sammelpunkte, wo die KI Einheiten hinschickt. Hier zum Beispiel auf den Turm steht eine Balliste. Da steht auch eine Balliste drauf. Da steht eine Balliste und arabische Bogenschützen. Oh, guck mal, der hat sogar einen Woodcutter hier an der Stelle. Habe ich euch angelogen, oder? Ich habe ihn dahin gebaut aus Versehen. Der hat auf jeden Fall einen. Heißt aber nicht, wenn ihr jetzt eine KI baut, jetzt bleiben wir bei Saladin und man macht jetzt hier den guten Knight dahin, heißt das nicht, dass Saladin Knights produzieren wird. Wenn ihr das in der AIC-Datei umbaut, dass Saladin auch Knights produziert, dann werden sich da Knights sammeln. Die Zahlen sind auch, es ist nicht, dass sich dort ein Knight hinpflanzen wird, wenn man hier einfach so einen Ring setzt. Das heißt nicht, da steht ein Knight und man muss, wenn man da 10 haben möchte, 10 Ringe setzen. Sondern es gibt, keine Ahnung, wir können es ja mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Man kann 10 Punkte nämlich nur setzen. Das sind Sammelpunkte, die gleichmäßig verteilt werden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt 50 Knights zur Verteidigung haben und setzt 10 Punkte, werden sich in jedem Punkt 5 Knights befinden am Ende. Also er versucht dann immer auf 5 aufzufüllen. Wenn ihr nur einen Punkt setzt und sagt 50, dann werden sich dort an diesem einen Punkt 50 Knights hinstellen. Ich weiß nicht genau, das habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie ausprobiert. Ich glaube, das wäre mal ganz interessant, das werde ich mal machen. Was passiert, wenn ich mehrere Ballisten auf einen Turm stelle? Also hier sind ja jetzt zum Beispiel 2 drauf. Also es ist natürlich, ach nee, es ist, ups, jetzt habe ich den Turm kaputt gemacht. Das wird euch auch passieren. Das falsche Delete genommen. Was jetzt passiert, wenn ich 3 Ballisten hier oben drauf stelle, könnte man sich ja überlegen, aber es scheint eine Maximalanzahl von 5 Ballisten zu geben, die man bauen kann. Werde ich mal ausprobieren. Interessiert mich jetzt. Bin ich gerade auf die Idee gekommen. Genau, so funktioniert das mit allen, außer halt mit den stehenden Sachen. Wenn ihr hier einen Tribock hinbaut, dann wird da ein Tribock hingebaut. Wenn ihr jetzt aber die Bogenschützen dahin schickt, dann werden da dementsprechend, wie viele Verteidiger ihr eingetragen habt, halt die Anzahl hingehen und die sich dann teilen. Wenn es zweimal Bau gibt, dann werden die 60, wieder beim Beispiel, sich aufteilen auf 30, 30. So funktioniert das mit den Misks, mit den stationären Sachen. Genau. Wie ich so vorgehe beim Aufbauen, werde ich in der nächsten Folge erzählen, weil das hat ja theoretisch nichts Technisches damit zu tun. Ihr könnt das ja komplett anders machen, komplett andere Gedanken machen. Ich sage ja auch nicht, dass meine Sache komplett richtig ist, die ich mache. Das werde ich dann anhand der Eddy-KI euch zeigen, wie ich da so vorgehe, was ich mir für Gedanken mache. Eine Sache, bevor wir aufhören, wenn ihr Sachen speichern wollt. Ihr seht ja hier, ist nicht richtig was speichern. Es gibt hier Leave Village. Dann kann man hier, wird man auch aufgefordert zu speichern oder nicht. Das ist eigentlich ganz nett. Man kann aber auch, es gibt die Tasten Escape, F1, F2. Wenn man Escape drückt, ist weg. Pass auf, zack, tot. Dann ist das Programm zu. Auch ohne Speichern. Das ist nämlich ziemlich doof. Wir werden jetzt werden nochmal reingehen. Dann ist weg. Ich lade jetzt Saladin 2, den haben wir bearbeitet. Wir haben nicht gespeichert. Er ist wieder so, wie er war. Das ist doof. Ich habe schon mal, das ist mir schon ein-, zweimal passiert. Escape zu drücken und dann war es weg. F1 ist Speichern. Kann man hier sich abspeichern. F2 ist Laden. Kann ich mir hier die Ratte 6 laden. Auch hier wieder, wenn ich Änderungen vorgenommen habe, ist weg. Dann wird das ja nicht gespeichert. Das solltet ihr im Hinterkopf haben, wenn ihr hier über diese Schnelltasten euch bewegt. Das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie gesagt, schreibt mir, wenn was nicht ganz richtig war. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann können wir das natürlich gerne in den Kommentaren klären. Die ganzen Beschreibungen, der Link wird alles angehangen sein. Und ich hoffe, dass wir uns bei anderen Videos sehen, zum Beispiel bei dem Erstellen der Eddy-Burg gleich. Und ja, schönen Tag euch. Ciao.